Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. So, ich bin gerade noch dabei, ein paar letzte Kleinlinge zu sammeln, die wir in den vorherigen Leveln vergessen haben. Und den ersten findet man gleich hier. Boom! So, hier haben wir auch den zweiten Geheimraum jetzt eben erledigt. War etwas kompliziert, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so ganz drauf gekommen, was ich da machen muss, aber hey. Ups, na egal. So, und damit haben wir dieses Level auch eben vervollständigt und können ins nächste gehen. Ritt auf dem Sturm. Schauen wir mal, wie das so läuft. Okay. Aua, ich verstehe. Das könnte spannend werden. Oder lustig, oder was auch immer. Aufgrund dieser Gewitterwolken-Dings. Okay, die wollen lassen mich hier in Ruhe. Hier kann ich durch. Kommen denn auch noch Gegner oder sowas? Das... Oh ja, da hinten seht ihr das Schiff fliegen. Ups, da liebe ich mitnehmen. Die Fliegen kommen erst von hinten und fliegen dann nach vorne. Okay. Da fliegen Feuerbälle noch rum. Aua. Okay. Verstehe, verstehe. So soll das Ganze funktionieren. Sollte machbar sein. Ah, schon wieder. Na egal. Passt schon. So. Ja, hier ist es eigentlich wieder nur so, Gegner kloppen und versuchen hier heil durchzukommen, was ich schon wieder nicht geschafft habe. Ja, okay. Ich bin irgendwie nicht sonderlich konzentriert oder aus der Übung. Man kann es jetzt auf eins der beiden Sachen schieben. Ach je, komm schon. So, den Teil hatten wir doch schon mal des Öfteren. Okay, sehr gut. Dann die Bombe noch. Ups. Ja, da konnte man die Looms jetzt nicht mitnehmen, sonst wäre ich wieder in das Feuerball-Ding reingeflogen. Ach, so wie jetzt. Okay, haben wir das schon mal geschafft? Das ist ja schon mal was. Die haben wir auch mitgenommen. Ganz schnell hier durch. Ah ja, ein Herz mitnehmen. Wow, das war knapp. Meine Güte, was fliegen denn hier schon viele Fliegen rum? Aua, ja, das war doof. Aber nicht dramatisch, da war ja ein Herz. Okay, jetzt läuft schon was besser auf jeden Fall. Wow, ja, da war zu viel auf einmal. Aber das sollte doch jetzt als Abschnitt gelten. Und wenn wir dann sterben, dann sollten wir hier wieder anfangen dürfen. Aber wir sterben ja nicht. Ne, warum sollten wir denn auch? Okay, das ist eine sehr merkwürdige Fliege. Aua, jetzt habe ich mich doch treffen lassen, weil ich so auf diese Wolken konzentriert war. Okay. Warum ist da noch so ein anderes Laser-Ding drin? Aha.
Das war doch der eine gute Sache. Aha, okay. So läuft das hier. Verstehe, verstehe. Gut, dass es hier nicht sowas wie Geheimräume oder sowas gibt. Aua. Hört doch auf damit. Okay. Sehr gut, dann haben wir auch alle Kleinlinge, wenn wir das hier noch überleben. Okay. Aber sieht doch schon mal sehr gut aus. Der Anfang war zwar etwas holprig, aber... Wow. Wie ich solche Sachen hasse, ne? So, okay. Überlebt und überstanden. Heieieiei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hui. Ding, ding, ding. Sehr schön. Und wir sind bei nur noch 30 Kleinlingen, die es zu sammeln gibt. Heißt, wenn wir noch so ein Dreier-Level haben, dann müssen wir noch so ein Dreier-Level haben. Hey, das verstehe ich nicht. Wie kommen wir denn dann auf... Dings, wahrscheinlich... Ach so, Moment. Zwei Zehner-Level. Das hier und das hier nehme ich an. Ein Dreier-Level und das Boss-Level als Dreier-Level? Nee. Das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Also es kann ja sein, dass wir hier noch einen finden. Hier drin, aber eigentlich glaube ich da auch nicht so recht dran. Vielleicht das letzte Level so ein Bonus-Ding, wo man irgendwie einen bekommt. Ich weiß es ja nicht. So, müssen wir gleich nur noch bei den Kuscheltieren vorbeischauen. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt noch hier großartig rausbekommen, außer Looms. Aus den Losen. Ja, gehen wir mal in den türkischen Tempel. Ist ja wieder ein relativ kurzes Level. Ist bestimmt ganz nett. Oder gemein, je nachdem. Ich meine, wir sind ja jetzt schon in der letzten Welt. Heißt, das Ganze dauert nicht mehr so lange. Wird aber natürlich wahrscheinlich auch gegen Ende schwerer. Das ist ja eigentlich so Standardprozedur, ne? So, okay. Hier sprießen einfach so Dinge aus der Wand. Das finde ich irgendwo nicht nett. Weil, also, was ich gerne mache, ist eigentlich, tatsächlich lieber im ersten Versuch quasi schon mit ganz viel Glück da durchkommen, als mir irgendwelche Sachen, zu merken. Aua. Heißt, sich irgendwelche... Ja, das war doof. Muster einprägen, wie sich das Level verhält und sowas. Aber das ist hier in Rayman auch manchmal sehr nötig. Ne, wie zum Beispiel hier, wo kommen jetzt diese Dinger aus dem Boden? Oder man braucht extrem gute Reaktionen, aber die habe ich irgendwie nicht gerade. Beziehungsweise meistens nicht, wenn ich Rayman spiele. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig eigentlich, aber hey. So, dich nehme ich noch mit, genau. Dann haben wir doch schon unsere beiden. Okay, und da haben wir jetzt genau das gehabt. Und dann haben wir das auch. Schön, so drei Kleinlinge in, weiß ich nicht, einer Minute oder zwei. Plus Glückslos und Looms. Das in gar nicht so geringer Zahl. Finde ich schon gut auf jeden Fall. Ja, hier haben wir ein 10er Level. Qualmende Socken. Das schaffen wir auch noch und dann müssten wir ja eigentlich... Kriegen wir es dann in der nächsten Folge alles fertig hier? Okay. Nein, bleib doch hier. Ich will gar nicht darüber. Ich wollte nur die Dings mitnehmen. Ja, aua. Ah, wenn man nicht fliegen kann, ist so ein Level immer scheiße. Arge.
Na gut. Aua. Oh, richtig. Da war was. Ne, ihr seht schon, ich bin da gerne sehr schnell durch. Ich weiß nicht, ich bin, was Rayman angeht, inzwischen ein bisschen ungeduldig geworden. Muss man mal einfach so sagen. Ist dann nicht... Aua, ich bin auch intelligent. Ist nicht unbedingt gut. Definitiv nicht. Aua. Schon wieder, ich lasse mich mal von diesen komischen Fliegen hier. Na, da muss ich doch nach oben. Ach nee, komm schon. Ah, nee, ich wollte da oben hin, weil da war... weil da ja wahrscheinlich ein... Kleinling sitzen wird. Zumindest nehme ich das mal stark an. Ja, flieg, genau. Huh, haha. So, jetzt lasse ich mich auch von den Fliegen nicht treffen. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Eigenlob stinkt zwar, aber hey. So. YouTube hat ja zum Glück noch keinen Geruchskanal. Wie komme ich denn da rauf? Nein, ach. Ich höre ja den Kleinling. Ich höre den rufen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Bewegt er sich mit der Neigung? Nein, der bewegt sich einfach so hin und her, ne? Die Neigung ist nur... einfach so. Okay. Ja, der bewegt sich mich auch gar nicht. Ja, aber die Sache ist doch, wie komme ich denn... Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Also das muss ich mir dann nochmal später angucken, weil ich würde jetzt eigentlich gerne vorankommen. Weil... Kann ich hier irgendwas... Also das hier sieht aus, als käme es runter. Aber ich wüsste nicht wie. Nee, keine Ahnung. Muss ich mir dann später anschauen. Das ist mir gerade tatsächlich zu hoch. Hier ist einer. Das wird jetzt der zweite sein, korrekt? Ja. Heißt, da haben wir den ersten schon verpasst. Aber wir wissen ja zumindest, wo wir den verpasst haben. Weil ich habe ihn ja rufen gehört. Aber wie... Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt extrem auf dem Schlauch stand oder ob es einfach nicht ganz so klar ist, wie man da rankommt. So. Schön ist natürlich auch, man kann in den Wolken eigentlich immer ganz gut sehen, wann die Blitze kommen. Die hellen sich ja vorher immer so auf. Hi. Danke. Weißt du, hier kommt man dann wieder mit einem Dings durch, einem Durchlauf. Das ist doch echt... Fies ist das. Bleib mal hier drauf, bitte. Na, komm schon. Ich finde das lustig, wie er dann auf der Stelle läuft, wenn man hier die Laufentaste drückt. Danke. So. Was ist das denn für ein cooler Kombo? Den will ich aber noch kaputt machen. Oh, der hält aber einiges aus, du. Piu, piu, okay. Das war jetzt schon wieder sehr bescheuert, aber gut. Gegen Ende werden die Level echt manchmal ziemlich unschön, wie ich finde. So, haha. Piu. Naja, okay, das ist natürlich eine valide Mechanik, die auch absolut in Ordnung geht. Dieses mit dem Drehen, aber man darf halt nicht nach unten oder so.
Oh, ich hänge da am Rand. Ich wollte da jetzt rein. Ah, Mann, freue ich mich schon drauf, das Level nochmal zu machen, um diesen einen Kleinling zu kriegen. Ah. Je nachdem, wie wir mit diesem Level hier durchkommen, mache ich das entweder noch Ende dieser Folge oder Anfang nächster. Oder Ende nächster oder mittendrin nächster, was weiß ich. Irgendwann halt. Ey, komm her. Nein! Ah, der Fehler, klassische Fehler. Ganz, ganz klassisch. Deswegen finde ich es ganz nett, dass sie meistens solche Level nicht nach unten konzipieren, sondern immer nach oben oder zur Seite. Ne, also der Start liegt eigentlich nie über dem Ziel. Zumindest erinnere ich mich gerade an nichts. Was natürlich auch trügerisch sein kann. Oder beziehungsweise ich kann auch falsch liegen. Das muss man an dieser Stelle natürlich auch zugeben. Ne? So, du weg. Ihr komischen Dreizack-Robo-Fische. Zack, okay. Da haben wir einen Kleinling, den kriegen wir auch. Sollte uns nicht so ein großes Problem sein. Jetzt bleibst du mal hier. Nein! Wow! Wow! Okay, das war doof, aber ist nochmal gut gegangen. Ah, da kommt er. Hab dich. So, die Lumis werde ich aber natürlich auch noch mitnehmen, wenn wir schon da sind. Hi. Ja, so kriege ich die wahrscheinlich nicht mehr. Mann! Ich wollte da jetzt nicht reinfliegen, deswegen. So, hier links, das sieht doch mal geheim aus. Ach du meine Güte. Muss ich nur aufpassen. Wie das jetzt vonstatten ging, weiß ich auch nicht. Flieg. Okay. So, so gerade noch. Und dann noch hier rüber, ne? Was ist denn mit den beiden? Ach, die gehen gerade so kaputt. Interessant. Ach, das sind die, die ich runtergeschlagen habe, glaube ich dann, oder? Die gehen dann so nach und nach da unten dann drauf. Weil die ja doch ein bisschen länger leben als einen Schlag, soweit ich das weiß. Wow. Okay. Ja, das hier sieht irgendwie so aus, als könnte man da noch hoch, aber irgendwie auch nicht. So, da unten war zwar noch irgendwas, aber das ist mir jetzt gerade egal. So, das hier ist auf jeden Fall ein Hinweis. Ist das jetzt der zweite Geheimraum schon? Jo. Okay. Interessant. Die waren aber jetzt sehr, sehr kurz hintereinander. Oh, sieht der cool aus, wenn er so glücklich ist und nicht böse. Egal. Kaputt machen tue ich euch trotzdem. So, euch nehme ich auch noch mit. Wir brauchen ja, glaube ich, die 600, ne? Das ist jetzt nicht so schwer zu kriegen, denke ich, weil noch ein paar Kleinlinge fehlen. Wird das nicht allzu dramatisch? Na komm her. Okay. Warum kommen die da aus der Wand? Beziehungsweise, nein, nicht warum kommen sie da aus der Wand, sondern vielmehr muss mir das sagen, dass da noch irgendwas ist. Ach, das schon wieder. Aua, ja, super. Weißt du, so hilft man, von den Blitzen getroffen zu werden, ist an dieser Stelle wirklich ziemlich doof. Ja.
Meins. So, das auch, das auch. Hey. Okay, und jetzt Vorsicht walten lassen. Ach, ich muss ja in die Richtung laufen. Hey, ich hab den kleinen Ding. Cool, oder? Ja, das ist irgendwie sehr, sehr unpräzise zu steuern. Ist nicht mein Gefährt. Ah. Na, egal. Macht nix. Moment mal. Heißt, wenn ich das einmal ans Laufen gebracht habe, dann läuft das zwangsläufig weiter. Okay. So, erstmal darauf irgendwie platzieren. Und anhalten. So, okay. Sollte doch gehen, wenn man jetzt nicht runterfällt, was echt doof gewesen wäre. So, dich nehme ich noch mit. Zack. Ah, ich... So war das auch gar nicht geplant. Na komm. Oh, das Rad habe ich gar nicht gesehen. Meine Güte, ich sollte echt aufhören mit Rayman. Pow. So, den kleinen Ding habe ich nicht vergessen. Ich komme aber nicht mehr ran. Was ist denn das hier? Na, jetzt war ich doch schon da oben. Nee, also irgendwie habe ich es nicht mehr so drauf. Beziehungsweise ich hatte es vielleicht noch nie drauf und habe es nur nicht gemerkt, aber das ist was anderes. Ach, komm schon. So, ihr lasst mich alle in Ruhe und dann fliege ich jetzt einfach gemütlich nach hier, mach das Ding kaputt, springe hier rüber, laufe hier hoch, gehe hier rüber, laufe hier entlang, das ist mir völlig egal und geh nach hier. Bitte? Also hier drehe ich jetzt. So lange, bis dieses Rad oben ist. Das drehe ich dann auf und dann muss ich da durch. Heißt am besten laufen, springen, fertig. Ja, und es fehlt auch nur dieser eine Kleinling, den wir ganz vorne nicht gefunden haben. Na gut. Schade, 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 schade. Das Ganze schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge weiter an und werden dann ja vielleicht sogar schon fertig werden mit Rayman Legends und dem ganzen Origins-Teil. Wäre interessant, wäre spannend und wäre auch gewünscht. Von meiner Seite. Ich bin langsam fertig mit Rayman. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.